Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Draw Kurokono Basket. Es tut mir leid, dass es sehr lange gedauert hat, bis ich irgendwie was rausgehauen habe. Das sind 2 Wochen her, es tut mir wirklich leid. Ich hatte nämlich, so komisch es für mich klingt, wenig Zeit irgendwie zeichnen. Und deswegen... Hoffentlich, ihr könnt mir verzeihen und ihr werdet aber demnächst so wieder so vieles davon mitbekommen. Bei den Straws und so, ihr werdet schon ein paar Sachen wieder sehen. Na gut, dann wollen wir mal heute über einen gewissen Charakter sprechen. Von dem Serien-High-Team. Dessen Name lautet Junpei Hyuga. Nämlich den Happy. Kapitän der Serien High School Mannschaft. Ja. Er ist so wie. Nicht so wie die alle anderen. Also, er ist ein ganz gewöhnlicher, normaler Basketballspieler. Aber er ist dafür ein sehr guter Basketballspieler, denn seine Fähigkeit. Also, seine. Nicht Fähigkeit, aber sein Spezialgebiet ist, dass er gute Würfe hat und auch ziemlich von weitem werfen kann. Und er ist ein Clutch-Player. Das ist ein Basketball-Mod. Ich warte. Nebenbei gucke ich mal, was ein Clutch-Player ist. Ja, er ist sehr witzig. Er achtet auch immer drauf, dass die Mannschaft gut spielt und versucht sie immer anzufeuern, also selber anzuspornen. Und er schafft es. Er ist ein wirklich guter Kapitän und ja, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. So, das ist ein Klatsch. Naja, okay. Sagen wir mal, ihr könnt euch mal erkundigen, was ein Klatschspieler ist. So. Das Witzige damals, in der Vergangenheit, konnte man so sehen, hatte Jure lange blonde Haare. Also so lange blonde Haare. Und ihm stand es überhaupt gar nicht. Also jetzt, so mit kurzen schwarzen Haaren, ist das viel besser. Ist ja. Und er ist auch wirklich komisch und versucht auch das Team in einer gewissen strengen und Art und Weise aufzuheitern. So wie Rico Eider hat er damals vorgespielt, dass das Essen, was Rico Eider ihm präsentiert hat, hat er aufgegessen, um ihr zu zeigen, dass es schmeckt. Und das tut es eigentlich gar nicht, weil er gesagt hat, es war gut, aber zu stark gewürzt oder zu mild gewürzt. Was habe ich? Weiß nicht, was er damals gesagt hat. Und dann ist er rausgegangen und dann hat ein anderer Spieler Sorgengesicht gemacht, wo er abgeblieben ist und dann lag er einfach tot auf dem Boden. Ja, der ist auf jeden Fall versucht. Im Wesentlichen Rico Eider nicht zu verletzen. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwas zwischen Rico Eider und Hyuga irgendwie, dass dazwischen irgendwas funkt. Also, ist ja nur meine Meinung. Aber vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Ja, ich. Bei solchen Spielern kann ich nicht so viel zu sagen. Er war von Anfang an nicht so von der Idee. Also begeistert, ein Basketballteam zu gründen, weil er damals waren es andere, die gedacht haben, wir müssen ein Basketballteam gründen. Er war davon nicht mehr überzeugt, aber es hatte auch einen bestimmten Grund. Und dieser war doch, dass er damals, als er angefangen hat, Basketball zu spielen, versagt hat und seitdem Angst, so vielleicht war das, ist es Angst, die steckt, nicht weiterzuspielen. Aber jetzt, so im Wintercup, sieht man,
ja, dass es eigentlich alles gut läuft und auch für ihn gut läuft und er es auch geschafft hat, eine Fähigkeit aufzubauen, wie er zum Beispiel, wenn er antäuscht, irgendwie einen Ball zu werfen, ja, springt er nach hinten, aber das ist dann so, als ob der halt sich teleportiert dahin. So von uns aus sieht das ja aus, als ob der sich nach hinten teleportiert. Und der kann dann von aus einem sicheren Stand kann er dann werfen und hat dann auch genügend Platz. Und das ist auch seine spezielle Fähigkeit. Obwohl er nicht zur Wundergeneration gehört. Aber trotzdem ein wirklich guter Spieler ist. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Part von Let's Draw gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr seht gleich das Endcut, woran ich jetzt wirklich gearbeitet habe. Ich habe nicht so viel Mühe dran gesteckt, aber ich habe da ein paar Sachen verändert. Ich hoffe, euch gefällt dieses Outro. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann, euer Leolix. Das Verabschieden macht der Outro. Alle, Jolex, okay. Na gut, dann übergebe ich an Outro Jolex. Bis dann. Und hallo zusammen. Und das werdet ihr in der nächsten Folge von Let's Draw sehen. Ich habe nämlich vorgehabt, jetzt was anderes als Kuroko no Basket zu machen. Denn mir hat ein Freund vorgeschlagen, wie wäre es, wenn du einfach mal in jeder Woche mal einen anderen Charakter machst, aber von einem anderen Anime, nicht jetzt nur Kuroko no Basket, sondern auch andere. Und dann habe ich gedacht, wieso nicht? Und das werdet ihr dann in der nächsten Woche sehen. Bis dann, euer Jolex. Und tschüss.